Dodongos Cavern. Oder auch Höhle auf Deutsch. Das ist der zweite Zelda-Dungeon, bzw. auch Zelda Ocarina of Time. Und wir sollen in sein großes rotes Auge schießen. Ja, an den Bossfight kann ich mich sogar noch erinnern. Das ist ja der zweite Dungeon, wie da auch steht. Und nur 18%. Ja, vielleicht kann ich jetzt ein paar Rätsel erkennen, weil ich habe mich jetzt mal im Gegensatz zum Dekobaum etwas informiert. Und ja, mal gucken, wie es läuft. Ich weiß trotzdem nicht, ob ich viel erreichen werde. Ich weiß zum Beispiel schon jetzt nicht, was der Goomba darstellen soll. Aber die Musik passt mir irgendwie gut dazu. Ach, come on. Dann tschüss. Ach man, wir kommen hier ja eh hoch. So, da oben ist schon mal eine Bombe. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Aber wir brauchen die auch. Ich weiß, was das ist. Also, ich weiß nicht mal, ob wir schon im Dungeon drin sind, aber am Anfang gibt es so, da muss man so eine Bombe, so einen Weg freisprengen und so ein Auge zerstören. Genau, ob das das jetzt ist, keine Ahnung. So, werfen wir nicht einfach mal da hoch. Okay. Nein, jetzt im ersten. Genau. Also, wenn man reinkommt, muss man direkt eine Wand zerstören, sonst kommt man nicht weiter. Was man hier jetzt auch macht. Bloß die Augen hat er nicht gemacht, glaube ich. Aber ich will es nicht kritisieren. Hier ist gleich die Boss-Tür, glaube ich. Bin mir da jetzt nicht so sicher. Aber ich glaube, ziemlich stark. Ja, dann wieder freisprengen. So. Wo sind wir jetzt? Sollen das Exhalfosse darstellen? Ich weiß es nicht. Ah, ich weiß. Hey, ist ja voll geil. Okay, Miniboss. Was das jetzt darstellen soll, weiß ich leider nicht so ganz, aber gut. Hallo Bowser Jr., dann töten wir dich halt. Kannst du springen? Ja. Scheiße. Oh fuck. Nein. Oh Gott, Leute, vergesst einfach, dass ich hier sterbe, okay? Das ist ja traurig. Ah, wir sind ja eh beim Checkpoint. Ja, dann passt's ja. So, dann passen wir jetzt besser auf. Jetzt spring doch nicht immer so dumm. So, das ging jetzt wenigstens ein bisschen besser. Okay, was das darstellen sollte, wahrscheinlich der Zwischenboss schon. Aber ich weiß es leider nicht. Perfekt. Und auf Block, zack. Oh, ich habe gerade schon gedacht, wie oft muss man das denn machen, aber es kommt. Pow, pow, pow. Was das jetzt ist, vielleicht... Nein, das ist nicht die große Brücke. Okay, dich kriege ich doch bestimmt. Und rennen, rennen, rennen. Jawollo. Starcoin. Ich wollte eigentlich auf die Türe, aber es war wahrscheinlich eh nur Reset. Also kann ich mir gut vorstellen. Hä? Ach so. Oh mein Gott. Gut, dann sprengst du dich schon mal frei und wir gehen da noch hin. Hä? Zack. Ja gut, hier ist nur ein Pilz. Hätten wir eh nicht gebraucht, jetzt schon. Oh, come on. Passt. So, dann können wir hier durch. Und das hat sich natürlich resettet. Was denn auch sonst? Was das jetzt schon wieder alles ist, ich habe keine Ahnung. Sorry dafür. Wie gesagt, ich habe es erst einmal durchgespielt. O-O-O-T. Und ja, deswegen weiß ich es nicht so genau. War das so richtig? Ich bezweifle es. Und das sollen, glaube ich, echt die Exile-Fossil darstellen. Was anderes... Kann ich mir eigentlich echt nicht vorstellen. Aber ich glaube, das war schon richtig, was ich da getan habe. Und was ist das? Okay, es bringt gar nichts. Oh mein Gott, schnell wegwerfen. Ja, aber so bekommt man noch die Red Coins, oder? Ja, safe. Einen anderen Weg, weiß ich nicht. So, dann noch einmal. Jawohl. Schlüssel. Ach, und wow, ich glaube, die Bomben soll man dafür nur nutzen. Ach, egal, dann haben wir den Schlüssel schon mal. Ich hoffe, das ist nicht schon der Boss-Key, weil es gefällt mir richtig gut und ich erkenne sogar echt was. Ich weiß gar nicht, ob ich den Dekobaum besser fand. Das kann ich echt nicht beurteilen.
Okay, hier muss auch eine Bombe hin. Ah, und wir sind jetzt hier. Ja, das ist Shortcut. An den kann ich mich, glaube ich, auch erinnern. Ich weiß es nicht mehr, aber ja, ich glaube schon. Jetzt frage ich mich, was da unten hinter der Wand natürlich ist. Komm mit. Okay, nee, das kriegt man nicht hin. Von der Zeit. Aber dann gehen wir einfach mal in die Schlüsseltür. Und ich denke, das ist sogar echt, wie jetzt schon wir bei Dodongo sind. Nein, es geht raus, als ob... Das passt so gut. Ich weiß nicht, warum es mir so gefällt, aber es passt irgendwie gut zu Zelda. Aber es ist Mario. Das war nicht gut. So, dann halt hier nochmal ablegen. Jetzt passt's, ja. Da ist Dodongo. Der ist aber komisch dargestellt. Weil eigentlich musste man ja immer um ihn rumlaufen. Oh, come on. Wow. Man muss ja um ihn rumlaufen und dann von hinten, glaube ich, oder ihm ins Auge schießen. Ich weiß es gar nicht. Und als ob wir ihn jetzt schon haben. Seriously, ich zerstöre dich weiterhin. Wo steht die Bombe denn da? Einfach nix. Oh, come on. Ja, bitte Bombe. Okay, sie hat keinen Bock mehr. Doch. Sonst wäre ich jetzt sogar echt weitergegangen. Oh. Ja, wow. Das war übel gut. Aber wir können hier nicht mehr zerstören. Deswegen gehen wir weiter. Als großer Mario. Oder sagen wir großer Link lieber. Ich weiß ja nicht. Den Bossfight kann ich jetzt nicht so ganz vergleichen, würde ich sagen. Aber gut. Oh, ich wollte noch gucken, was das ist. Aber geht anscheinend nicht. Schade drum. Bäm, fetter Like mal wieder. Und wow, mir hat's richtig gut gefallen. Ich will mir die Dungeons halt aufteilen. Deswegen spielen wir nicht alles auf einmal. 5 Minuten, krasse Leistung. Gut, dann schauen wir mal, was wir noch so spielen. Ja, ich bin jetzt gerade bei meinen Sternchen. Aber dann gehen wir mal vielversprechend anschauen. Oh, ein Like von 3. Icy Cave. Ja gut, ne? Magic Power Flower. Pyramid Climb. Na, das hört sich nicht so spannend an. Ich habe voll Bock auf so Fahren. Burning Rubber. Ah ja, Burning, sorry. Mein erstes Nachtlevel. Aber bei Detailsuche, ich weiß nicht warum, aber warum kommt bei Detailsuche immer so geile Level? Wie das hier. Spielen wir doch gleich Switch. Okay. Dann spielen wir Switch. Switch. Der Typ hat sich aber schön eingekleidet, der Ersteller. Da seht ihr es nochmal. Wie so ein Heiratsoutfit. So. Zack. Sehr schön. Oh, und ich glaube echt, dass das die einen immer noch die Exile-Forster dargestellt haben. Aber ich bin mir nicht sicher. Und wir sterben jetzt an dir. Das wäre ja traurig, an einem Monty zu sterben. Zack, easy. Oben dürfen wir nicht, weil dann werden wir zerquetscht. Und ihr kommt nicht hoch, okay. Das ist auch good to know. Ich weiß jetzt bloß nicht so ganz. So. Muss man ja ausnutzen. Jetzt haben wir einen Helm und ein extra Leben. Wenn wir schon unseren Pilz so sehr hergeben, dann will ich wenigstens meinen Helm behalten. So. Ach so. 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 Das ist halt irgendwie ein bisschen rausziehen des Levels, aber gut. Noch, come on. Nein. Gut, wenigstens kann man hier nicht ganz runterfliegen. Ich bin so dumm. Warum? Ach man, hatten wir einen Checkpoint? Nein, natürlich nicht. Ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich dort wieder. Das muss mir auch immer wieder passieren. Ich glaube, ich schneide nichts, damit ihr seht, wie schön ich fehle. Aber die 10er-Coin ist echt easy. So. Ich weiß gar nicht, vielleicht muss man hier auch durchrennen. Sagt er und rennt voll in die Lava. Geil, Wumatik. Der Drecks Monty soll jetzt nicht mehr kommen, ey. Der ist voll assi.
Oh mein Gott, ich habe gedacht, ich werde wieder getroffen. Bis zur Röhre können wir rennen. Gut. Zack. Ich glaube nicht, dass er mag, dass wir einen Helm tragen. Viel zu früh. Ihr seht's ja, ich bin jetzt viel zu voreilig und ja, ich verkacke die ganze Zeit. Aber gut. Zack. Okay, weiter geht's. Ey, das war jetzt sogar gut. Und den Monster sollten wir vielleicht da reinrennen lassen, aber gut. So, Hemi. Und jetzt noch einen, bitte. So, und jetzt warten wir ab. Jawollo. Wir haben auch mal die Stelle geschafft. So eine ganz leichte Stelle, endlich. Ja, jetzt kommt die nervige Stelle. So, das geht ja noch alles, aber ab jetzt ist halt kacke. Was mit dem Hochgehen? Ah, eigentlich muss man nur auf seinen Gesichtsausdruck gucken. Nicht schon wieder. Als ob man da nochmal so hoch springen muss. Mann, ich finde die Stelle so scheiße. Noch ein Nummer. Yay, weil es so lustig war. Ist echt traurig, dass ich in so einem Level gerade fünfmal sterbe. So, weiter geht's. Wir müssten es halt nicht mehr auslösen, fällt mir gerade auf. Nein, nein, nein. Boah, oh mein Gott, das war mehr Glück als Verstand. Ja, weil Verstand war einfach gar nicht da. Okay, so. Streckung des Levels erstmal on point. Okay, Gesichtsausdruck. Ups. Och. Okay. Nein, zu spät. Jawohl, ey, wir sind gut durchgekommen. Okay, jetzt noch einmal. So. Ja, Leute, ich hab's auch mal hingekriegt. Und da natürlich kommt da gleich ein Checkpoint, ne? Ist ja so klar. Oh mein Gott. Das ist ja sowas von verwirrend. Upsi. Ach, Mensch. Egal, jetzt haben wir Gott sei Dank den Checkpoint. Zwar haben wir jetzt alles verloren. Hä? Hä? Alles passt schon, wenn es auch rot ist. Okay. Boah, ey, das ist so krass. Das fickt meinen Kopf einfach. Okay, warte, den holen wir uns. Zack. Müssen wir auf rot? Ja. Und rüberspringen. Sehr schön. On off. Nein, natürlich springe ich vorbei. So. Von wo kam der Kugel-Willi? Frage ich mich die ganze Zeit. Ich meine, hä? Okay, das ist einfacher, weil man sieht. Sehr schön. What? Jetzt müssen wir mal auf Timing, oder was? Jawohl. Gott sei Dank nicht so schwer, aber ich denke mal, dann sonst geht er aus dem Screen und despawnt einfach. Naja, okay, ich weiß, was wir machen müssen. Ich springe aber einfach die ganze Zeit. Ich meine, Pilze kriegen wir. Ne? Oh, das war's schon. Okay, er braucht aber nicht viele Hits. Und wir sind im Ziel, das habe ich gerade schon gesehen, ja. Tja, Bowser wird sogar doppelt gekillt, okay. So. Okay, wie fand ich denn das Level? Ja, war ganz in Ordnung. Zwar ist jetzt nicht so ganz, wo die Switch war, die auf dem Thumbnail ist, aber okay. Wollen wir hier noch Autos? Ja, das haben wir ja gemacht. Dann den Powerblock auch. Solution. Zelda Gerudo Valley. Darauf habe ich echt Bock. Na, wir machen erstmal Rhythm Challenge. Eieiei. 4%. Ich glaube, da werde ich jetzt ziemlich lang sitzen. Run and jump following the rhythm of Kirby Song. Okay. Das Problem ist, ich kenne den Rhythmus aus Kirby Songs nicht, weil ich habe Kirby noch nie so gespielt, weil irgendwie war ich da noch nie so drin. Ich habe immer gedacht, ja, das ist für Kinder. Dann wollte ich mir sogar Star Allies holen, aber habe ich irgendwie bis jetzt immer noch nicht gemacht. Und es ist seit 1,5 Jahren draußen.
Och. Das wird mich ziemlich lange kosten. Man sagt sogar, dass man das mit verbundenen Augen machen muss. Eigentlich habe ich gedacht, das wäre von Luigi's Mansion, aber okay. Kann ich eigentlich eher von YouTube, aber okay. Och man, ich glaube, da werde ich jetzt echt lange dran sitzen. Ich bin gesprungen, verarsch mich doch nicht. Ich meine, man könnte es auch so, ich zeige euch mal die lame Variante. So klar, lahm das halt machen, aber das ist natürlich nicht so spannend und dann hört sich die Musik auch nicht so schön an. Deswegen, ja, ich weiß nicht, wie lange ich brauchen werde, aber gut. Ich bin gejumpt, aber anscheinend eine Millisekunde zu früh. Oh Mann, 4% Abschlussquote ist halt echt krass. Och. Dann kommt halt nochmal. Das ist halt das Problem. Ich glaube da. Ich mache jetzt mal einmal mit Augen zu, dann seht ihr, wie krass ich faile, okay? Also go. Ey, es war gar nicht so schlecht. Einmal habe ich wenigstens hingekriegt. Ich habe schon Angst gehabt, dass ich beim ersten Mal sterbe, aber gut. Sorry, ich bin halt nicht so gut im Rhythm. Obwohl ich ein Instrument spiele. Das ist übel nervig. So. Mann, das war doch gut. Ich bin sogar gegen den Block gesprungen. Ich versuche das jetzt noch ein paar Mal und wenn ich nicht schaffe, dann sorry, gebe ich auf. Weil ich will euch natürlich noch mehr Level zeigen. Das war doch voll gut. Für mich springe ich immer gegen den Block. Aber irgendwie, nee, zählt's nicht. Und ich hatte jetzt voll die Hoffnung, weil so gut war ich noch nie. Hä? Naja. Oh Manu, ich mach's jetzt nochmal lame. Ist mir egal. Oh mein Gott, wie konnte ich das denn verkacken? Das war der erste Jump. Ich hab schon gleich von Anfang an gemerkt, ich bin absolut nicht im Rhythmus, weil ja. Der Anfang war schon nicht gut. Da habe ich schon gedacht, ich fail beim ersten wieder. Zweimal. Ach man, aber so kann ich es wenigstens. So habe ich Hoffnungen, Leute, okay? Weil irgendwie ist mir schnell rennen zu schwer. Den Anfang kann ich zwar so machen, aber dann. Ich habe schon gemerkt, fuck, Alter, das sind 10 Stück hintereinander, als ob ich das hinkrieg. Das ist immer so, bam, 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 in einem Takt, aber ich bin nicht so gut darin. Okay, ich mach's nochmal lame. So, Leute, ich schaffe das einmal blind und ich weiß nicht wie. Weißt du, er hat halt nicht mein Time Limit hingemacht, bedeutet, man kann es auch so schaffen. Mann, ich krieg's ja nicht mal so hin, das ist so traurig. Aber vorher war ich schon so weit und dann habe ich verkackt beim Schluss. Ich habe jetzt aber irgendwie den Ehrgeiz, das zu schaffen. Oh Mann, das ist die schwerste Stelle.
Ja, das ist halt echt das Ende. Okay, ich habe es jetzt auf die lähme Variante geschafft. Und vorher war ich halt echt schon ziemlich weit. Das ist... Das ist halt das Schwerste und das ist der Schluss auch. Das heißt, ich gebe ihm jetzt schon mal ein Like, weil das hat Like verdient. Und ich mache Neustart. Ich habe halt so 8 Sekunden mehr als der Weltrekord gebraucht. Okay. Badabadabam. Das ist so schwer. Ich bin ja froh, dass... Ach Gott, wie spring ich denn? Das war ja mal absolut schlecht. Mann, da kannst du ruhig immer 2 Blöcke machen. Mit 2 Blöcken wäre es so viel einfacher. Ich will es halt jetzt nicht so lame abschließen. Ich muss immer ein bisschen länger warten. Ich mache immer zu früh bei diesem Langen. Und es war halt schon das drittletzte. Danach geht's ja. Nein, so weit war ich noch nie. Warum ist das so lang? Oh Mann, ich habe jetzt dieses dieses lange geschafft und dann sage ich halt. Das habe ich geschafft. Das kommt halt so selten vor. Mensch, aber wenigstens kriege ich den Rhythmus. Ja, das ist jetzt Last Try, damit ich euch noch ein Level zeigen kann. Ich habe gedacht, das hört auf. Aber egal. Nein, jetzt passt schon. Wir machen Level B in den. Hab's ja schon geschafft. Also. Okay. Das sind halt so alte Level, glaube ich, die sehr beliebt waren. Oh ja, davon habe ich schon gehört. Karmix Transversion Kurs von Lea. Hast du eigentlich noch mehr Level rausgebracht? Kleid, Eier und Krone. Hochgeladene. Who's there? Ja. Monty's Way Home. Ja, davon hat man halt schon gehört. Karmix Transformation Kurs. Karmix swapped your body with Monty's. Also du wirst getauscht mit Monty's und dann musst du so eine Pause machen. Naja, du musst irgendwie das Ziel erreichen als Monty. Und das ist ja mega geil. So, das machen wir. Karmix Transformation Kurs. Ich hab meinen Kurs nicht mit OU. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. So, schaut, hier zaubert sie. Magic. Genau, und jetzt hat sie uns verzaubert. Und jetzt... Keine Ahnung, wie das möglich ist, aber ihr seht, wir sind jetzt der Monty. So halbert. Natürlich, Mario steht immer noch da oben. Aber wir können jetzt natürlich so steuern. Das ist mega gut gemacht. Ich mag's richtig gern. So, erstes Rätsel vorbei. Und ich weiß halt nicht, wie man das macht mit dem Kamerawechseln. Wer das weiß, der kann mir gerne in die Kommentare das schreiben. Okay, jetzt dürfen wir nicht so voreilig sein. So. Sei ganz rüber. Nur das erste ist eigentlich schwer. Oh, wow. Monty wird nicht zerdrückt. Ich hoffe mal, das ist nicht möglich. Weil das wäre sonst echt ein... Was? Wieso wurde er jetzt nicht mitgenommen? Okay, noch einmal. Nein. Oh, Mann. Ach komm, das ist echt nervig. Passt. Jetzt einfach nach da. Und dann rennen wir in die Röhre. Oh, der Monty ist zu lahm. Naja, Mario schneller. Zack. Weiter geht's. Oh, finales Rätsel schon. Schade. Gut, dann müssen wir ihn, denke ich, mal da hochbringen. Ja, ja, okay, das ist halt easy. Da ist Karmic und will uns wieder verzaubern. Ach, wir müssen es nochmal machen. Oder was fehlt uns noch? Vielleicht mal, wenn ich das da mache. Ja, passt. Dann wird die Bombe aktiviert und wir können ins Ziel. Ach, Mario kommt von oben. Und wir sind noch auf den Monty draufgesprungen, lol.
Wow, ich weiß ja echt nicht, wie man auf so eine Idee kommt. Und ich glaube, das wird schon relativ früh hochgeladen. War es nicht sogar Release? Vielleicht haben die Leute auch schon davor so Sachen überlegt halt. Sollte ich vielleicht auch machen. So. Wann wird es? 16.07. erst? Oh, upsi. Ist ja erst 10 Tage draußen. Arrow Movement Fantasy Game. Ihre Thumbnails sehen alle sehr vielversprechend aus, muss ich sagen. Geistspiegel, okay. Und dann machen wir einfach noch ein Level von Lea und dann passt es schon. Who's there? Knock, knock. Who's there? Listen and choose. Okay, machen wir. Sein neuestes, ja, von gestern auch. Gestern haben echt viele Leute Level hochgeladen. Warum? Gestern war Montag. Naja, also bei mir, heute ist ja immer noch der 30. für mich. Oh, ich glaube, das habe ich im letzten Part gesagt, weil ich nehme gerade sehr viel auf. So. Listen carefully. Okay. Okay, ah, das ist richtig geil, aber das ist doch definitiv die Biene, oder? Nämlich die Bombe jetzt. Ich habe keine Ahnung, was ich drücken soll, was ich machen soll. Ah, das war falsch. Aber die Biene war anscheinend richtig. Und oh mein Gott, wie viele Gegner hat sie da reingeplaced. Gut zu wissen. Also nochmal. Ja, dann war es halt der Cooper. Hier ist es recht simpel. Wow. Oh, ich habe Luigi immer noch. Das fällt mir gerade so auf. Also wenn es die Springmaus ist, dann weiß ich ja auch nicht. Hä, kommen wir da nicht rein? Hä? Wie komme ich da nicht rein? Das ist doch nicht etwa die Springmaus. Lava doch nicht. Luigi, please. Ja, jetzt probier es nochmal mit der gelben. Und wenn die auch nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht weiter. Ja, man hört ja, dass es die Biene ist. Und zwar richtig hört man die. Das Gesumme. Ich weiß ja nicht, was passiert, wenn man hier in das andere geht. Weil hier kriegt man nicht mal, ob es richtig oder falsch ist. So. Aber wenn das jetzt richtig ist, dann weiß ich auch nicht. What? Okay, das ist wahrscheinlich so der Yay, du hast es geschafft, Screen mit den Wolken. Ich glaube, das ist der hier. Oder? Nicht? Als ob. Hä? Wow, ich bin echt schlecht in dem Game. Könnt ihr mal erraten, ihr könnt ja mitraten und in den Kommentaren schreiben, was ihr so richtig hattet. Weil, ja gut, ne, ich hatte die Biene richtig und sonst nichts. Hier habe ich einfach zwei Tries gebraucht, aber als ob es extra die Maus ist. Mies, mies, mies. Aber hier können sie noch so einen Effekt Yay oder so machen, weil, damit man weiß, ob man es richtig hat. Also das wäre mein Verbesserungsvorschlag. Was soll ich denn hören? Ich weiß echt nicht, was ich hören soll. Ach, lol, ich lebe. Was passiert, wenn man hier alle auslöscht? Oh, das geht gar nicht. Ja, gut. Hab immer noch falsch. Geil, ich hab die Biene aber richtig. Darum geht's mir. Das erste Rätsel richtig. Weil da hört man es halt so eindeutig. Bei den anderen habe ich keine Ahnung, was ich hören soll, weil ich höre alle. Hey. Okay, was hier stimmt. Die Springmaus. Zack. Bam, bam, bam. Okay. Und dann hier anscheinend das da wieder mal. Immer die Mitte oder was? Checkpoint, yay. Wir kriegen halt nicht mehr die Sachen. Warum place sie dahin? Ich weiß nicht, was ich... Ich glaube, ich höre einen Knochen. Das heißt, ich glaube, du da. Oder? Gut bin ich. Hey, sieht schön aus mit den zwei verschiedenen Röhren.
Ich denke mal, weil es so abstößt, ist es das da. Ich verstehe nicht, warum sie manche Rollen einfach so macht. Lass mich doch einfach nicht töten. Ja, dann ist es... Hä? Ja gut, das kann echt alles sein. Muss ich zugeben, das kann echt alles sein. Aber ich habe jetzt safe gedacht, dass es das hier ist. Da, wenigstens 2 von 4 Sachen richtig. Ah, 2 von 5 jetzt. Sorry. So, weil das ist jetzt die 5. Sache. Das hier. Aber da habe ich wieder gar keinen Plan. Ich hörte immer dieses Abstoßen. Dann gehe ich halt in den da. Ah, oder was am leisesten ist vielleicht. Nein, das passt schon. Yay. So, das 6. Ja, definitiv die da. Hä? Man hört doch die ganze Zeit das Geräusch. Ich check's nicht, Leute. Jetzt kann es wieder halt alles sein. Naja, 2 von 6, das sind auch immer noch 1/3. Also, es geht zwar besser, aber... So, hier, das haben wir ja richtig gehabt. Und was war jetzt nochmal? Ah ja, der Geist. Stimmt ja. Oh, wow. Schöner Trick. Wieso bin ich so schlecht darin? Ach, come on. Darf ich noch einmal durchgehen, aber jetzt gerne da rein. So, und jetzt, also, was ist da im Hintergrund? Das Geisterhaus wahrscheinlich. Und hier... Ah, das Schnarchen, glaube ich. Oder? Bitte, sei richtig. Ja, 2. Checkpoint auch. Boah, der Part geht länger, obwohl wir echt nicht viele Level gemacht haben. Also safe, der Gumba. Schaut auf die Schritte. Also richtig safe. Was? Ach lol, 3 Gegner getötet. Easy. Aber als ob, das habe ich jetzt safe gedacht, dass es der Gumba ist. Oh man, warum? Ah, wir sind ja wieder hier. Also bei Ameise glaube ich am wenigsten. Aber natürlich ist es die Ameise. Wieso frage ich überhaupt? Immer das, was ich am wenigsten glaube, ist es irgendwie. Aber gut, ich finde die Bäume hier schön in dem Geisterhaus. Natürlich, wir pflanzen hier keine Bäume ein. Das ist ja assi. Gönn doch. Mann, gönn doch mal. Gut, egal, jetzt wissen wir, ach, dass es die Ameise ist, wenn Luigi da nicht reingehen würde. So, die letzten Parts waren ja immer unter einer halben Stunde, deswegen ist es schon in Ordnung, dass die jetzt über einer halben Stunde sind. Ach lol, vielleicht sind es immer die Secrets. Ja, an sich finde ich das Level ganz cool. Ich weiß nicht, was ich hier hören soll. Was war hier überhaupt? Ich gehe jetzt mal hier rein, weil ich habe keine Ahnung. Okay, das war nicht richtig. Bam, bam, bam. Keine Ahnung. Vielleicht meint sie auch einmal die Eiszapfen. Aber ich gehe jetzt mal ins Mittlere, weil das, glaube ich, irgendwie am ehesten... Ah, stimmt ja. So. Yay. Ach, ich weiß es. Gerade hat man da... Ich bin so blöd, immer im Zwischenraum hört man, hört... Natürlich ist jetzt hier das Ziel. Man hört immer im Zwischenraum einen Sound. Und den Sound, den muss man dann auch sammeln. Haha, alles eingesammelt. Und Katzenglocke. One up. Damit können wir den Part doch abschließen, oder? Okay, der Effekt kam gerade oft. Ich würde sagen, das war's für den heutigen Part. Ihr könnt mir gerne zeigen, wenn er euch gefallen hat. Oder auch in die Kommentare was schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bin aber einfach zu blöd für das Level gewesen. Ciao.